Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und im heutigen Video würde ich euch gerne einmal meine Schneckenzucht vorstellen und wie die Schnecken sich hier vermehren und ausbreiten. Und dann gehe ich auch darauf ein, warum wir hier dieses äußerst grüne Bild vor Augen haben. Also bleibt dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir jetzt hier die verschiedenen Schneckenarten betrachten werden. Hier an der Scheibe können wir schon unser erstes Exemplar erkennen, nämlich unsere Posthornschnecke. Und direkt dort nebendran schon eines dieser Schneckeneierbläschennester, beziehungsweise nicht Bläschennester, sondern eben einen Laichstreifen, welcher von den Schnecken gebildet wird mit den Eiern. Die kleben sie beispielsweise an die Scheibe oder ähnliches, sodass dort dann die neuen Schnecken heraus entwachsen können. Und natürlich können wir erkennen, dass die Scheibe hier tatsächlich etwas veralgt ist, was allerdings in diesem Falle von mir durchaus auch gewünscht ist, denn die Schnecken, wie wir sie sehen können, beispielsweise hier die Posthornschnecke, die wir eben gerade schon betrachtet haben, die schnecken hier entlang und fressen die Algen von der Scheibe ab. Und das ist natürlich gut für die Schnecken, denn so können sie sich ernähren und heranwachsen. Und dann kann ich die Schnecken beispielsweise auch in ein anderes Aquarium übergeben. Hier können wir zum Vergleich eine Blasenschnecke erkennen. Die heißen so, da sie mit ihren Eiern sozusagen, mit ihrem Laich, kleine Bläschen oder Schaumnester bilden, die man dann auch erkennen kann als solche. Und deswegen trägt sie eben den Namen Blasenschnecke. Aber sie ist auch unter dem Namen Spitzhornschnecke bekannt. Oder Spitzschlammschnecken, aber das sind dann die etwas größeren Arten. Also das ist nochmal ein Unterschied zu der Bläschenschnecke. Aber an und für sich sind das alles Arten der Unterwasserschnecke. Wir können in diesem Aquarium auch meine goldenen Platys erkennen, welche trotz der Algen doch hier sehr fidel umherschwimmen und auf der Suche nach Nahrung sind. Auch wenn sie sicherlich Algen fressen könnten, so fressen sie doch lieber ihr gutes Fischflockenfutter, welches ich ihnen hier regelmäßig rein füttere. Und hier können wir betrachten, wie die Posthornschnecke, die ihren Namen aufgrund ihrer posthornartigen Gehäuseform hat, sich bewegt. Hier können wir noch eine weitere Schnecke sehen. Schnecken im Aquarium sind sehr gut dafür geeignet, um beispielsweise Algen zu vernichten. Die sind sehr beliebte Algenfresser und können auch gut vergesellschaftet werden mit allen anderen Fischarten, denn in der Regel sind Schnecken immer sehr friedfertig. Wobei man natürlich sagen muss, nicht alle Arten von anderen Unterwasserbewohnern sind friedfertig. Beispielsweise mein Signalkrebs frisst doch gerne die ein oder andere Schnecke weg. Von daher solltet ihr eventuell aufpassen, was ihr zusammen mit den Schnecken haltet, wenn ihr lange Spaß an euren Schnecken haben wollt. Natürlich gibt es sehr viele verschiedene Schneckenarten, wie auch die Turmdeckelschnecken, die beispielsweise eher am Bodengrund zu finden sind und sich dort hereingraben. Deswegen sind die eher selten zu erblicken. Aber in diesem Falle hier sehen wir noch eine meiner Posthornschnecken, die ich hier halte. Das ist jetzt ein anderes Aquarium, was wir sehen können. Aber auch hier können wir erkennen, dass die Schnecken relativ gut sich ausbreiten. In diesem Fall haben wir die seltene Möglichkeit, mal einen meiner Welse zu erkennen, meinen Panda-Panzer-Wels. Aber jetzt ist er auch schon wieder verschollen. Aber es geht in diesem Video ja in erster Linie um die Schnecken, deswegen würde ich sagen, schauen wir, ob wir noch eine andere Schneckenart erblicken können. Schnecken gehören mitunter zu den anspruchslosesten Tieren, die ihr in eurem Aquarium halten könnt, denn diese braucht ihr weder zu füttern, noch für ideale Wasserwerte zu sorgen, denn die Schnecken können auch dort überleben, wo normalerweise es für andere Arten schwierig wird. Auch wenn natürlich es ein Indikator sein kann, wenn bei euch nicht mal Schnecken im Wasser leben können, dass auch andere Fische oder Kleintiere es schwierig haben werden. Aber aufgrund ihrer relativ geringen Temperaturansprüche könnt ihr sie in wirklich jedem Gefäß mit Wasser eigentlich halten. Ihr solltet natürlich auch darauf achten, dass ihr immer ausreichende Algen oder andere Nährstoffe für die Schnecken parat habt. Da ist es auch von Vorteil, wenn eure Wasserwerte einen gewissen Kalkwert haben, denn das Gehäuse der Schnecken besteht zum Hauptteil aus Kalk und dieser ist eben
Von der Schnecke kann Kalk nicht natürlich gebildet werden, sondern wird aus dem umgebenden Wasser oder auch aus der Nahrung absorbiert, sodass sie daraus ihre Häuser sozusagen ausbilden kann. Das heißt, da, wenn ihr Leitungswasser verwendet, habt ihr wohl in der Regel relativ ausreichende Kalkwerte im Aquarium. Zum Nachkalken würde ich erst empfehlen, wenn ihr tatsächlich auffällige Veränderungen feststellt. Aber auch im Wasser mit Huminstoffen können Schnecken im Prinzip leben. Diese Blasenschnecken hier schwimmen hauptsächlich bzw. kriechen hauptsächlich an den Scheiben entlang, können aber auch gerne auf die Pflanzen übergehen und dort die Algen abfressen. Es gibt auch verschiedene andere Schneckenarten, die erstaunliches Verhalten an den Tag legen, wie beispielsweise meine Spitzhorn- oder Spitzschlammschnecken, welche zu den Lungenschnecken gehören. Das heißt, die atmen tatsächlich Luft und dafür lassen sie sich regelmäßig an die Oberfläche steigen, um dann an der Oberfläche das Wasser aufzunehmen und eben zu atmen. Hier können wir auch beobachten, wie eine der kleinen Schnecken sich hier außerhalb des Aquariums bewegt. Das ist bei Schnecken durchaus nicht unüblich und nicht weiter schlimm. Spätestens wenn sie nach einiger Zeit merken, dass sie Wasser benötigen, gehen sie wieder zurück ins Wasser. Die meisten Schnecken besitzen beiderlei Geschlechtsorgane. Das heißt, dort ist es meistens entweder egal, welche zwei Schnecken ihr habt, um sie fortzupflanzen, oder manche können es auch völlig ungeschlechtlich sich fortpflanzen, ohne dass sie sich vorher mit einer anderen Schnecke paaren müssen. Darauf komme ich deswegen zu sprechen, weil wir hier doch ein sehr interessantes Bild vor Augen haben. Ich kann nicht so genau erkennen, was bei diesem Schneckenknäuel hier tatsächlich geschieht. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist möglicherweise tatsächlich die Fortpflanzung, auch wenn es verschiedene Gründe geben mag, warum die Schnecken sich in einem Knäuel zusammenfinden. Also das ist doch auch mal wieder ein sehr interessantes Bild, was wir hier sehen können. Und so haben wir dann hoffentlich bald auch bei diesen Schnecken hier ein kleines Schaumnest oder anderes Gelege. Also hier können wir nochmal zu guter Letzt das Gelege betrachten. Ich denke, bei der Schneckenzucht muss man also alles in allem relativ wenig beachten. Ihr solltet nur aufpassen, dass ihr in eurem Aquarium eventuell keine Fressfeinde habt, welche die Eier oder auch tatsächlich die kleinen Schnecken verspeisen. Denn das würde eine Vermehrung und eine Zucht sehr schwierig machen. Aber ansonsten werden sich die Schnecken in eurem Aquarium quasi wie von selbst vermehren. Wenn ihr natürlich in eurem Aquarium eine wahre Schneckenplage zu beklagen habt, dann könnte das auch daran liegen, dass ihr zu viele Nährstoffe im Wasser habt, welche das Schneckenwachstum begünstigt. Man muss allerdings ganz klar sagen, dass Wasserschnecken im Aquarium keinesfalls als Schädlinge betrachtet werden sollten, da sie nützliche Helfer sind, die euch helfen, die Algen von den Scheiben fernzuhalten. Auch wenn man natürlich eingestehen muss, durch ihre kleine Größe sind sie bei einer dermaßen großen veralkten Fläche, wie wir sie hier sehen können, doch etwas länger beschäftigt. Aber wir können hier auch sehen, diese Algen lassen sich im Prinzip auch mit dem bloßen Finger ohne großen Aufwand entfernen. Das heißt, da mache ich mir keine Sorgen, dass mein Aquarium unwiederbringlich ruiniert ist. Also ich denke, da konntet ihr einen kleinen Überblick darüber erhalten, wie hier meine Schneckenzucht vorangeht. Ich hoffe, bald kann ich hier einige neue Schnecken betrachten. Allerdings muss man sagen, es kommt auch immer auf die Tageszeit an. Manchmal ist die ganze Scheibe hier voll mit Schnecken und dann wiederum am Abend in der Dunkelheit oder wann auch immer verkriechen sie sich wieder an ihren Verstecken. Vermutlich ist es in der Natur so, dass sie des Nachts herauskommen, um zu fressen, wenn die ganzen Fressfeinde schlafen. Aber das kann von Schneckenart zu Schneckenart unterschiedlich sein. Beispielsweise zur Spitzschlamm- oder Spitzhorn- bzw. Lungenschnecke habe ich in einem eigenen Video auch mal im Detail erläutert, wie sie sich so verhalten. Und da könnt ihr sie auch betrachten. Sowie natürlich nicht zu vergessen, auch die in meinem Aquarium vorhandenen Turmdeckelschnecken und die eine Riesenturmdeckelschnecke. Das heißt, da haben wir eine ganze Auswahl von verschiedenen Schnecken zu betrachten auf meinem Kanal. Das heißt, vorbeischauen wird sich auf jeden Fall lohnen. Damit würde ich mich dann auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir nur eine kleine Handvoll Schnecken tatsächlich betrachten konnten. Ich denke, sobald das Aquarium hier eine gewisse Schneckenpopulation aufweist,
werde ich die Algen auch mal wieder entfernen, jetzt wo auch meine neue Beleuchtung hier vorhanden ist. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Und bis dahin schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr für Schnecken in eurem Aquarium habt. Habt ihr vielleicht auch schon mal eine Schneckenplage oder ähnliches zu beklagen gehabt? Das würde mich und bestimmt auch die anderen Aquariumfreunde auf diesem Kanal sehr interessieren. Und bis dahin hoffe ich natürlich, dass ihr nicht vergesst, wenn es euch gefallen hat, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr auch die Glocke läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.